So, hallo und herzlich willkommen bei Tom Clancy's End War. Ja, einem kleinen Strategiespiel auf der PlayStation 3. Würde ich normalerweise nicht spielen, auch also weil es einfach nicht mein Genre ist. Aber es ist ein kleiner Nachtrag, denn Sony hat sich entschuldigt, diesen Monat einen kleinen Fehler gemacht zu haben. Bei den PS Plus Spielen war nämlich das Spiel Retrograde scheinbar vor einiger Zeit schon mal im Pool bei den PS Plus Spielen, und diesen Fehler haben sie jetzt praktisch wieder gut gemacht, indem sie noch diesen Monat dieses Tom Clancy's End War gebracht haben für Ome im Store. Ja, also wer Interesse an einem Echtzeitstrategiespiel hat, auf einer Konsole, ja, kann sich das gerne mal runterladen. Mein Genre ist es leider nicht. Egal, für alle, die es interessiert, lege ich jetzt einfach mal los. Probieren wir das Ganze mal aus. Ich habe halt, wie gesagt, keinen Plan. Bin absoluter Noob in Echtzeitstrategie. Und ja. Aber darum geht es ja auch nicht, sondern man soll einfach mal einen kleinen Eindruck bekommen, worum es geht und wie es aussieht. Ja. Deswegen legen wir mal los und ich wünsche euch viel Spaß. Commander, willkommen beim revolutionären Gefechtsbefehlssystem Overlord von Masada Systems. Heute erfahren Sie, wie Sie mit Hilfe von integrierten Sprachbefehlsprotokollen Krieg in Gedankenschnelle führen. Vergewissern Sie sich zunächst, ob Ihr Mikrofon angeschlossen ist und funktioniert. Was denn für ein Mikrofon? Das Erteilen von Befehlen funktioniert nach dem Walkie-Talkie-Prinzip. Drücken Sie erst die R2-Taste. Sprechen Sie dann Ihren Befehl aus. Und lassen Sie anschließend die R2-Taste los. Der Einsatz der Sprachbefehlsprotokolle von Overlord erfordert die Aufnahme eines autorisierten Stimmabdrucks. Halten Sie die R2-Taste gedrückt. Sagen Sie Ihren Namen oder etwas anderes, was Ihnen gerade einfällt. Das funktioniert jetzt leider nicht, das weil war ich. nicht laut genug. Ist Ihr Mikrofon zu weit von Ihrem Mund entfernt? Theoretisch könnte. Justieren Sie die Mikrofonposition und versuchen Sie es erneut. Ich habe meine PlayStation-Kamera angeschlossen, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ah, doch. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ah, doch. Sehr gut. Die Aufnahme des Stimmabdrucks wurde eingeleitet. Das ist ja witzig. Beim nächsten Schritt wird die Genauigkeit Ihres Stimmabdrucks verfeinert. Außerdem können Sie Befehlsprotokolle üben. Die meisten Befehle sind dreistufig. Wer soll dem Befehl gehorchen? Was soll die Einheit tun? Wo soll sie es tun? Wenn Sie die R2-Taste drücken, erscheinen Stichwörter auf dem Bildschirm. Diese lesen Sie einfach wie folgt ab. Einheit 12. Vorrücken zu. Bravo. Versuchen Sie es einmal. Okay. Sprechen Sie die angezeigten Wörter nach und versuchen Sie, die Lautstärke im optimalen mittleren Abschnitt zu treffen. Okay. Witzig. Einheit 12 vorrücken nach. Was? Kamera? Befehl nicht verstanden. What? Versuchen Sie es erneut. Was ist denn da dran? Kamera? Sprechen Sie die angezeigten Wörter nach und versuchen Sie, die Lautstärke im optimalen mittleren. Einheit. Kamera. Befehl nicht verstanden. What? Versuchen Sie es erneut. Einheit 1. Kamera. Position erreicht und bereit. Kamera? Was heißt Kamera? Kamera, Kamerad? Einheit 1 sichern Alpha. Roger, Uplink sichern. Verstärke Hubschrauber. Hubschrauber? Einheit verstärken, verstanden. Hubschrauber. Einheit 2, Angriff Feind 1. Die Greifen den Feind Wahrscheinlichkeit, an. dass Ihre Befehle verstanden werden, ist am höchsten, wenn Sie in ganzen Sätzen sprechen. Einheit 12, Vorrücken zu Bravo. Die Aufnahme Ihres Stimmabdrucks ist fast beendet. Okay. Machen Sie weiter.
Schon mal ganz witzig. Sprechen Sie die angezeigten Wörter nach und versuchen Sie, die Lautstärke im optimalen mittleren Abschnitt zu treffen. Einheit 1 erweitern Alpha Luftunterstützung. Im Eiltempo, verstanden. Funktioniert der wirklich? Luftangriff Feind 2. Hier spricht das Taktkomm. Präzisionsschlag verfügbar. Einheit 1 vorrücken zu Bravo. Im Eiltempo, Sir. Einheit 2 zurückziehen. Roger, Roger, wir hauen ab. MVW Zulu. Koordinaten erhalten. Deutsch gemacht, Commander. Ihr Stimmabdruck wurde gespeichert. Und Sie sind nun autorisiert, die Sprachbefehlsprotokolle von Overlord zu benutzen, um Ihren Willen auf dem Gefechtsfeld durchzusetzen. Viel Glück und gute Jagd. Danke. Okay, cool, also... Darauf war ich jetzt mal gerade vorbereitet. Aber stimmt, damals war irgendwas mit diesem Spracheingabe, ey. 2016. Der nukleare Terror in Saudi-Arabien fordert zahllose Opfer und gefährdet die globale Ölversorgung. 2017. Der Raketenabwehrschild der USA und Europa wird aktiviert. Die Welt feiert das Ende der nuklearen Kriegsführung. Es ist soweit. Russland ist zum wichtigsten Öl- und Erdgaslieferanten der Welt geworden und investiert Milliarden in die größte Aufrüstung seit dem Kalten Krieg. Die Europäische Föderation wird gegründet. Ihre Bevölkerung und ihre Wirtschaftskraft ist größer als die der USA. 2020. Amerika beginnt mit dem Bau der Weltraumstation Freedom Star. Das ist der Anfang vom Ende. Sarah bezeichnete den Balkan als Anarchie aus gescheiterten Staatengebilden und beschuldigte die Europäische Föderation, die Region im Stich gelassen zu haben. Die meisten... Colonel Maldini, Europa wird von unbekannten Einheiten angegriffen. Ein nicht registriertes Frachtschiff ist an der ehemaligen kroatischen Küste auf Grund gelaufen und hat dort über ein Dutzend Panzer vom Typ T-80 abgeladen, die nun auf unsere Raketenschild-Uplinks in der rechtsfreien Zone auf der anderen Seite der Grenze feuern. Ich habe regulären Infanterieeinheiten, die in Fort Torun stationiert sind, befohlen, den Angriff zurückzuschlagen und das Frachtschiff zu besetzen, damit wir feststellen können, wer dahinter steckt. Ihre Kampfhubschrauber werden dabei taktische Luftunterstützung gewährleisten. Kapitän Simino ist Ihr ausführender Offizier bei dieser Operation. Für Europa, Colonel, erledigen Sie Ihren Auftrag. Okay, also Sprachbefehle. Oh, ging zu schnell. Countdown. Kann ich das nochmal? Kann man direkt starten, ne? Panzer wirksam gegen Panzer. Anfällig gegen Transporter, Pioniere, Entdeckung. Ja, gut. Macht Sinn, ne? Auswahl Hubschrauber. Achso. Ja, der Hubschrauber ist gut gegen Panzer. Stützungseinheiten, Einheiten, Kartenwedel. Schneller wechseln. Okay. Colonel Maldini hat sich an Overlord angemeldet. Datenstrom ist sicher. Kamera auf Zirkon. Kampfhubschrauber tragen die Bezeichnung Einheit 1. Okay. Einheit 1 hat Freigabe für Angriff auf Gegner 1. Wird auf HUD angezeigt.
Rush. Ziehen Sie mit R auf Feind 1 zu angreifen. Rush Feind 1, bis dahin, oder? Ah. Kein Problem, Zentrale. Hätte ich praktisch mit Sprachsteuerung theoretisch wahrscheinlich auch machen können, ne? Einheit 1 hat Freigabe für Angriff auf Gegner 1. Beginnen mit dem Angriff. Wir haben einen Abschuss erzielt. Die Sprachsteuerung aus. Einheit 1, Angriff, Einheit, ne, Feind 2. Das können wir nicht, Colonel. Geht nicht, warum nicht? Einheit 1, Angriff, Feind 2. Wir versuchen keine eigenen Leute zu treffen. Greifen den Feind an. Hm. Mit Vergnügen, Zentrale. Gut, dann machen wir halt. Jawohl, auch wieder 1-1. Feind 1. Eine schwere Explosion auf dem Frachtschiff. Wir haben es gesprengt. Ablinks Bravo und Foxtrot unter Beschuss. Tragen die Bezeichnen B und F auf dem Einsatzradar. Das ist. Doch, so gehen, ey. Verteidige von sich, ne? Schnell wechseln, markieren Sie Einheiten, drücken Sie Viereck und schnell, um zu diesen Einheiten zu wechseln. Einheit 5, Kamera. Aufgezeichnet. Gegner vernichtet. Einheit 2. Kamera. Ah. Alle Vögel in der Luft. Gute Ab. Einheit 2 verteidigen Bravo. Geht das? Nee. Einheit 2. Vorrücken zu. Befehl bitte wiederholen. Vorrücken zu. Befehl unklar. Stand. Einheit 2 vorrücken zu B. Ausführung nicht möglich. Bravo. Weg. Einheit 1 Kamera. Ah, okay. Alle Vögel noch in der Luft. Geringe Schäden. Jawohl. Feind angreifen. Einheit 2 Kamera. Tungsten hier. Alle Vögel in der Luft. Betrachten Sie den Feind als erledigt, Zentrale. Hey. Das ist durchgezogen. Sehr gut, Colonel. Einheit 1 Kamera. Und wir ihn. Noch Gegner? Tungsten hier. Feind steckt Schäden ein. Jawohl, Zentrale. Ist mir ein Vergnügen. Gegner 5 ist noch kampffähig. Schalten Sie ihn aus. Einheit 2 Kamera. Angriff. Okay. Die Luft ist schlecht hier drin. Irgendwie. Alle feindlichen Panzer zerstört. Ablinks sind sicher.
Hier spricht das Oberkommando. Wie stark ist das Schiff beschädigt? Es wurde vernichtet, General. Es brennt immer noch. Ich will, dass das Wrack gründlich untersucht wird. Wir müssen herausfinden, wer... Okay. Das ist schon mal ganz spaßig. Ich muss erstmal ein bisschen durchblicken, ne? Wie das alles hier funktioniert, aber... Ja. Erst die Einheit immer auswähle und dann natürlich, was sie zu tun hat und dann welches Ziel, ne? Jo, macht Sinn. So, oh. In wenigen Minuten wird die Freedom 4 in ihre geplante Umlaufbahn starten, um dort die Freedom Star fertigzustellen, Amerikas erste bemannte militärische Raumstation. Zehntausende protestierten auf den Straßen von Paris gegen die bevorstehende Inbetriebnahme der amerikanischen Raumstation. Trotz dieses Aufschreis hält der US-Präsident weiterhin an dem Starttermin fest. Werden wir sie starten? Da gibt es kein Wenn und Aber. Einen Moment, ich glaube, da gab es einige Explosionen. Mayday! Die Absperrung nördlich der Startrampe wurde durchbrochen. Mehrere Fahrzeuge haben das Feuer eröffnet. Okay. Colonel Taylor, das Kennedy Space Center wird von unbekannten Einheiten angegriffen. Wir wissen nur eins. Sie sind sehr gut ausgerüstet. Ich übergebe Ihnen das Kommando über die JSF-Einheiten, die den Start routinemäßig sichern sollten. Die Verteidiger des Space Centers werden ihr Bestes geben, aber ohne unsere Hilfe haben sie keine Chance. Wer auch immer diese Ratten sein mögen, ich wette, sie sind hier, um die Trägerrakete der Freedom 4 zu zerstören. Und weil ich nicht glaube, dass einer von uns beiden 35 Milliarden Dollar von seinem Gehalt abgezogen bekommen will, machen Sie sie fertig, Carmel, bevor Sie die Rakete erreichen. Major Dennison ist Ihr ausführender Offizier. Legen Sie los und machen Sie Amerika keine Schande. Mitchell, Ende. Gut, legen wir mal los, ne? Durch die Teilnahme an Gefechten und so, zu schnell. Die sind gut gegen Hubschrauber, aber anfällig gegen Panzer. Die sind gut gegen Panzer und Schützen und anfällig gegen Hubschrauber. Okay. Das ist gut zu wissen. Gefechten halten ihre Einheiten Ränge. Einheiten mit einem hohen Rang haben eine höhere Kampfkraft und Zugang zu erweiterten Fähigkeiten, die in der Kaserne gekauft werden können. Okay. Colonel Taylor übernimmt das Kommando. Datenstrom ist sicher. Kamera auf Schützenpanzerzug Traveler trägt die Bezeichnung Einheit 1. Die Freedom 4 wird beschossen, Sir. Markiere Sie die Bereitstellungskarte mit. Drücken Sie anzuzeigen. Bestätigen Sie die Wahl mit. Okay. Auf der Missionsunterstützungsanzeige sehen Sie, wie viele Verstärkungen verfügbar sind und wie viele Reserven Sie noch haben. Greifen Sie Gegner 1 mit Einheit 1 an. Schießen Sie die Kampfhubschrauber mit Fastbacks ab. Die Anzahl der Verstärkungen, die aus der Luft auf dem Gefechtsfeld abgesetzt werden kann, erhöht sich im Laufe der Zeit. Feindliche Einheiten greifen aus Nordosten und Nordwesten an. Einheit 2 Kamera. Einheit 2. Wiederholen Sie den Befehl, Sir. Einheit 2 Kamera. Befehl wurde nicht Kamera. Verstanden. Was ist denn noch für? Mal dahin mit der zweiten Einheit. Einheit 3 Kamera. Was ist das für eine? Ich kenn's halt nicht so richtig, was das ist. Was ist eine Art von Panzer?
Einheit 1 Kamera. Oh, Einheit 3 Kamera. Ich glaube, das ist das Sack, ne? Ich muss so das. Die Stärke. Oh. Exzellente Arbeit, Sir. nicht wirklich. Einheit 2 Kamera. Nein, Einheit 2 Kamera. Hey. Einheit 1 angreifen. Sorry, Feind. Sir. Ausführung nicht möglich. Transporthubschrauber. Das ist nicht möglich, Sir. Okay, Einheit 1 Kamera. Lass mal den hier an. Wieso geht's nicht? Oh shit. Einheit 2 Kamera. Einheit 3 Kamera. Kamera. Lädt noch, ne? Gut gemacht, Sir. Hier Mitchell. Der Feind hat Einheit 1 Kamera. Ungefähr 2 Meilen nördlich des Space Centers auf Grund gelaufen ist. Wer auch immer dahinter steckt, er hatte die entsprechenden Ressourcen und jede Menge Zeit. Sie haben dem Feind schwere Verluste zugefügt. Weiter so. Es kommt noch eine Welle auf Sie zu. Mitchell, Ende. Baldo hier. Schwarzköpfe sind einsatzbereit. Einheit 2. Sie stecken in Schwierigkeiten. Einheit 3 Kamera. Einheit 2 Kamera. Hier ist Thunder. Alle Fahrzeuge bereit. Ich glaube nicht so gut wie so Staube, ne? Yes, sir. Einheit 1 Kamera. Keiner schläft mir hier am Steuer ein. Yes, Sir. Im Eiltempo. Einheit 2 vorrücken nach Foxtrot. Sorry, Sir. Vorrücken Foxtrot. Nicht möglich. Sorry, Sir. Vorrücken zu Foxtrot. Sind auf dem Weg. Einheit 3 Kamera. Hier ist Clever. Alle Fahrzeuge einsatzbereit. Jawohl, Sir. Ich hol alles raus. Geht los, Leute. Ist doch klasse, oder? Sind auf Position. Nahe zum Mann. Jawohl, Sir. Einheit 1 Kamera. Hier ist Traveler. Einheit 1 unterstützen Einheit 3. Wiederholen Sie. Vorrücken zu Einheit 3. Okay. Das geht nicht. Befehl Sir. Ziel. Nicht verstanden. Ziel. Wiederholen Sie. Verstanden. Kamera. Achso, Einheit. Wurde nicht Einheit 3 Kamera. Haben wir schon Einheit 2 Kamera? Das
geht nicht, Sir. Platz nicht. Verstanden. Volle Kraft voraus. Sind dabei. Alles klar hier. Das ist Traveler hier. Einheit 1, Kamera. Position erreicht und bereit. Alle Fahrzeuge sind bereit. Raus. Einheit 2. Angreif, Angriff. Feind 1. Einheit 3, Kamera. Schnapper hier. Nahe zum Mann, jawohl, Sir. Showtime. Nahe zum Mann, jawohl, Sir. Ende fertig, ja. Einheit 3 Kamera. Okay, Einheit 2 Kamera. Kamera. Einheit 1 Kamera. Hier ist Adder. Alle Adler in der Luft. Gute Arbeit, Colonel. Einheit 1 vorrücken. Vorrücken zu. Okay, alle Gegner vernichtet. Freedom 4 ist sicher. Ja, es ist sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich schon sagen, aber irgendwie macht es schon Spaß. Vom selben Gegner, General? Aber ich würde sagen, für einen Ersteindruck sollte das eigentlich mal gewesen sein. Ich glaube, die Leute, die jetzt Bock drauf haben, die laden sich einfach runter und die, wo damit nichts anfangen können, die eher nicht. Wobei, ich bin, wie gesagt, gar kein echter Strategie-Fan. Aber irgendwie mit der Sprachsteuerung hat es schon was. Ich glaube, man muss halt echt reinkommen, so, bis man mal alles auswendig weiß und ein bisschen Übersicht auch hat. So. Aber macht schon Bock, echt. Also finde ich coole Alternative zur Controller-Steuerung auf Konsole. Ne? Ja. Gut, okay. Wie gesagt, das noch zu dem PS Plus-Spiel für August und ja, wir sehen uns dann einfach im nächsten Video, spätestens im September bei den neuen PS Plus Spiele. Bis dahin, danke fürs Zusehen und adieu.